Ne? Aber ich hatte doch. Ich hatte doch. Komisch, das Gamepad vergessen. Ja. Sonst ging das doch immer. Tastatur und Maus. Geht jetzt gar nicht mehr Gamepad oder was? Was soll denn das? Gamepad ist drin. Will er mich verarschen? Ankündigung. Steht da drin, Gamepad gibt's nicht mehr, oder was? Ne, 1, 2, Kreide und Drachen ist das schon älter. Hat das Gamepad nicht erkannt? Was weiß ich. Es nervt halt. Gamepad steckt drin, ist verbunden. Machen wir es mal aus. Und nochmal an. Du nervst. Alt F4. So, dich machen wir auch mal klein. Und dann versuchen wir es nochmal. Das Gamepad geht definitiv. Und jetzt. Eigentlich müsste sofort da sein, da war ja gerade geladen. Nochmal das Gamepad verbinden. Gefunden. Ja, ja, bla bla. Also nochmal das Ganze. Müsste alles noch im Speicher sein. Mit Tastatur und Maus spiele ich das nicht. Na, höchstens, wenn ich mir mein Numpad umprogrammiere und da alles drauflege. Dann hat man immer die eine Hand so weit weg mit der Maus. Gamepad geht immer noch nicht. Tja, will mich verarschen. Geht nicht mehr. Ja, naja, guck ich mal nächste Woche wieder rein. Vielleicht geht's ja dann. Spiel ich das halt nicht. Ist echt schlechter Spiel. Es geht mir auf den Keks. Das Spiel strotzt nur so vor Bugs. Hardware. Dieses Gerät funktioniert einwandfrei. Nein, das traue ich auch nicht so. Warte mal. Game Controller Einstellungen. Eigenschaften. Aha. Funktioniert. Knöpfe funktionieren auch alle. Tja, was soll ich sagen? Funktioniert komplett, oh. Das D-Pad war schon immer so ein bisschen ungenau. Funktioniert alles. Nur hat auf einmal keine Lust mehr. Was soll denn das da heißen? Sieht aus wie ein Gamepad. So ein bisschen zwei Joysticks. Das ist Gamepad. Nee, da will ich nicht beitreten.
Das ist ein Logo von irgendeinem Social Media. Das ist Reddit. Das ist wahrscheinlich YouTube, Facebook und irgendein Hasending. Und das ist auch noch so ein Ding. Sieht aus wie so ein Gamepad. Ich gebe ihm noch eine letzte Chance. Vielleicht muss ich den Rechner auch neu starten, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Nur weil er das Spiel nicht mag. Vorher haben sie Gamepad auch rausgeschmissen, weil es so schlecht umgesetzt ist und sich die Leute beschwert haben. Dann streichen wir euch das ganz, wenn ihr euch beschwert. Kann ja wohl nicht sein, dass ihr euch beschwert, dass das Gamepad, die Steuerung schlecht ist. Streichen wir euch ganz raus. Was beschwert ihr euch auch? Das habt ihr jetzt. Und in Zukunft seid ihr ruhig. Sonst wird er wieder bestraft. Wer sich beschwert, wird bestraft. Das machen doch die Chinesen so, oder? Ist doch ein chinesisches Spiel. Gamepad ist angeschlossen und funktioniert. Also, in Windows. Für jede Anwendung. Muss einfach nur die Windows API benutzen. Und das sollte ein Windows Programm machen. Jetzt geht's. Sogar ohne Umstellen. Ich muss das nicht verstehen, warum das... Egal. Vielleicht hat Windows gehakt, das Spiel ist nicht schuld. Vielleicht ist das Spiel auch schuld. Obwohl, in anderen Programmen hatte ich noch nie Probleme. Dann gebe ich mal hier dem Spiel die Schuld. Außerdem buggt das ja irgendwie an jeder Ecke. Aber es ist ja trotzdem nicht schlecht. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist ja der große, große Pluspunkt, dass es nichts kostet. Sonst zahlt man für so ein Spiel, weiß ich nicht, 40, 50 Euro. Und wenn man hier Warcraft, World of Warcraft, ja, darf ich die jetzt vergleichen? Naja, da muss man sogar monatlich was abdrücken. Das habe ich aber nie gemacht, weil es einfach eine Frechheit ist. Das habe ich mal gespielt. Da gab es irgendwie so ein Log-Angebot. Ja, das war dann vorbei, habe ich gesagt, na, ich zahle nicht 15 Euro im Monat oder sowas. Oder waren es 10? Irgendwie unheimlich viel. Ein Spiel kann irgendwie 40, 50 Euro kosten, dann gehört es mir und dann, damit ich das spielen kann, wann ich will, eigentlich auch offline. Weil es auf der DVD kommt. Aber man kann ja nicht monatlich nochmal was abzocken. Naja. Die machen hier aber bestimmt auch gut Geld mit den ganzen Inline-Käufen, Ingame-Käufen. Aber man ist ja nicht gezwungen. Und ehrlich gesagt komme ich da bisher ganz gut durch. Obwohl, ich habe schon gemerkt, es gibt irgendwie eine Wand, vor die ich immer laufe, dass ich nicht weiterkomme und die Gegner sind irgendwie viel zu schwer. Vielleicht, wenn man da irgendwie Geld investiert, würde man auf ein Niveau kommen, wo man auch die Gegner besiegen könnte. Ich weiß nicht, aber das werde ich auch gar nicht ausprobieren. Klar, tausche ich. Dankeschön. So, was machen wir denn heute mal? Berühren, 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 berühren. Hören sich alle so weinerlich an. Irgendwelche Tagesaufgaben, Großreinigung auf dem Weingut. Irgendwie eher langweilig.
Das muss man dann machen, weil man hier braucht man ja 29. Apropos, ist da irgendwo ein Ausrufungszeichen? Da ist ein Ausrufungszeichen. Symphosien der Hypostase. Punktzahl 0. Aktionsbeschreibung. Ah, ich will Story und nicht einfach nur irgendwo. Ich fand ich irgendwie ziemlich langweilig, diese Sphären, dann gehst du rein und kämpfst du uns irgendwie immer dasselbe. Ach ja, nur weil ich mich angemeldet habe. Probelauf, Mondhüter, Ganyu. Und dann hat dieses Ding da auch noch mal ein Ausrufungszeichen. Ach ja, genau, da kann man anmelden, gibt irgendwas eingesammelt. Erlebnis pro Stufe. Muss man immer machen, dann erhöht sich die Stufe, obwohl ich immer noch nicht gescheckt habe. Schließe 4 tägliche Missionen ab. Wenn ich das gemacht habe, dann komme ich ein bisschen höher und dann kriege ich, hier kriege ich doch was. Alles einsammeln. Genau. Gnostiker-Erlebnispass. Ach, Gnostiker. Also wenn du Geld investiert, kriegst du irgendwie doppelt so viel. Naja, nicht ganz doppelt so viel und hier sogar das Dreifache und hier auch das Dreifache. Und hier auch mehr. Ach, Moment mal, das sind ja hier nur die einfachen und das sind die, also das Fünffache ungefähr. Das ist Dreifache. Wenn du so ein goldenes Ticket kaufst, kann man machen. Muss man aber nicht. Und na, da war auch irgendwie was. Ach, irgendwelche Daten, keine Ahnung, der ganze Hintergrund. Ein ganzer irgendein Figurenhintergrund, aber will ich jetzt nicht lesen, interessiert mich irgendwie nicht. So. Und dann kann man hier spielen anfangen. Da darf ich nicht, da darf ich nicht, aber bald. Und das ist ja eigentlich die Story, wo ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen was dahinter programmiert ist, wo Dialoge sind, wo neue Grafik ist. Ansonsten hast du immer diese Hillbilly-Hulli-Hurs und die musst bekämpfen oder musst was von A nach B bringen. Das sind diese täglichen Aufgaben oder ist es halt langweilig. Ne? Ist immer dasselbe. Einfach nur was computergeneriertes ohne neuen Inhalt. Und bis man das dann machen darf, oh, das zieht sich. Das ist ja eigentlich das, was man spielen will. Aber das darf man nicht. Und da muss man hier halt irgendwie, was muss man machen? Ach, das sind irgendwelche Schleime wahrscheinlich. Na, nochmal Schleime. Erreiche. Ach, und das ist dann auch nochmal hier auf Zeit. Leck mich doch. Und das hier ist, besiege alle Gegner. Ach ja, und dann gibt's ja hier noch, da können wir auch mal schauen. Ist eigentlich dasselbe, gibt's nur mehr Geld für. Also gibt's dann Geld für. Machen wir 20.000 Moria oder sowas, wenn ich zu der da gehe.
und ansehen. Und ich hätte das Lied zum angefangen. Dann gibt's hier die Welterkundung. Sehr schön. Und bitten der Bewohner, da können wir irgendwie mal alle Ansehen annehmen. Die Weltzuckerblumen. Das machen wir gleich als erstes. Ansehen. Der männliche Jack will diesmal Fleisch. Da waren wir doch auch schon. Und die hätte gern Fleisch. Hatten wir das nicht gestern? Diese Woche angenommen. Ja, ich hatte gestern schon eine 3. Heute ist Montag. Scheint irgendwie dasselbe zu sein, wie das letzte Mal. Nicht Aktualisierung in 6 Tagen. Ein Kopfgeld. Glanzkronschlucht. Da ist dann bestimmt. Hab ich das jetzt schon angenommen? Ich glaube schon. Und dann gibt's noch die Welterkundung. Ja, das gefällt mir eigentlich mit der Welterkundung, weil das ist ja schön an dem Spiel, die Welt erkunden. Wer ist das? Direkt dem muss ich was bringen. Na komm dann. Zuckelt schon wieder ganz schön das Spiel. Der da oben soll ich was bringen. Wie komme ich zu der rauf? Ach, wenn du singst, da hauen die Monster ab. Ich hab nur 118. Da kannst du 10 abhaben. Bitteschön. Dann gibt's jetzt wieder unheimlich viel Geld für. 20.000. Stornos. Ich denke schon mal um. Stimmt. Ausblick genießen. Wozu sind eigentlich diese Piekse-Dinger? Damit sich da keine Taube draufsetzt, oder? Genau hier. Also das Blitzableiter, oder? Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Brook.
ist da bei Quellingen. Das kann ich wieder wegmachen, das war doch mein. Flugschein. Das ist ja schon. Den habe ich doch schon ewig. Das war doch. Okay. Muss es dieselbe Figur sein? Hätte ja auch eine andere nehmen können. Ach, eigentlich ist es egal. Da hast du Geflügel. Ja, das letzte Mal schon gefragt. Bitteschön, Dankeschön. Mach 20.000 Euro, bitteschön. Und ansehen. Wo ist denn der? Da war noch der männliche. Da. Steaks. Mumps, die abgehauen? Hey, ich will zwei Steaks kaufen. Wo ist er denn jetzt? Hey. Knock, knock, knock. Wie viele Steaks habe ich denn noch? Einundzwanzig. Okay. Habe ich eigentlich irgendwas zum... Nein. Habe ich nicht, dann... 200 Meter da hinten. Batsch. Hey, nicht abschießen, dann liegen lassen, das macht man nicht. Was man tötet, muss man auch essen. Dann schieße ich den tot und esse den. Der schnitzt eigentlich die ganzen Pfeile. Scheint ja unendlich viele von zu haben. Wo war nochmal der Jack? Irgendwie. Tja, da muss ich wohl hier einmal rüber. Ah, ist doch ziemlich hoch. Schaffe ich das? Was macht die denn da?
Oh, mal die Amber. Doch so hoch. Na, reicht ja so gerade eben. Wo ist der männliche Jack? Sieht aus wie ein Bandit. Darf's nicht wundern, wenn ich auf dich einschlage. Wer schießt denn auf mich? Ach komm, lass mich doch mal in Ruhe. Ja. Lass mich getroffen. Jetzt habe ich dich getroffen. Was brauchst du noch einen? Ah, das ist Japanisch. Ah, das hast du das letzte Mal auch schon gesagt. Du willst Steaks, ich hab Steaks. Zwei Stück macht 20.000 Moria. Eigentlich ist es langweilig, wenn man immer dasselbe macht, oder? Jupp! Stinklangweilig. Ich muss da noch irgendwas haben, was man spielen kann, was nicht stinklangweilig ist. Chi von Guyong. Ach, diese komischen Fragmente, wie lange habe ich die gesucht? Da sterbe ich, da bin ich noch nicht... Obwohl es ja irgendwie ab 35 sein soll und ich habe schon alle auf 40 fast, dann hier die Dings habe ich ja auf 49 oder sowas. Da friere ich immer, da friere ich immer. Oder finde den Weg nicht. Besiege die Schatzräuber, die in den Lagern stationiert sind. Wo soll denn das sein? Ach ja, und bei den täglichen Missionen muss man ja 4 Stück machen. Obwohl, das stand auch irgendwie auf meinem Plan für die nächste Stufe von irgendwas. Wenn ich schon wieder wüsste, wo das war, hier bei diesem Dingspass, oder? Da muss ich... da. Schließ 4 tägliche Missionen ab. Wochenaufträge. Saisonaufträge. Verbrauche ursprüngliches Harz. Weiß immer noch nicht, wozu das Harz gut ist. Da ein Umfrage war die Rede davon. Es scheint also irgendwie wichtig zu sein. Die Schatzräubern. Ah. Impfliegen eingesammelt. Sind das die da? Dann geh doch mal schneller, ich war ja. Du bist ziemlich schnell. Ich jemand anders nehmen, ha?
malträtiere meinen Joystick hier. Das mal zubereiten, nichts zubereiten. Ich muss ja die Rohstoffe immer wieder abliefern. Sprich mit Cyrus. War's das jetzt oder was? Habe ich jetzt erfüllt? Ich nehme es mal an, oder? Gucken wir nochmal. Jetzt soll ich noch dahin. Naja, da komme ich ganz schnell wieder hin. Ja.